Willkommen zurück zu Days Gone. Jo, nee, Moment. Vielleicht gehen wir erstmal schlafen. Das Schlafen wäre da. Im Dunkeln wollte ich jetzt nicht wirklich los. Gibt nur Aua. Wow. Ja, das ist echt gemütlich hier. Ich mach mir kurz ein Nickerchen. Kurz ist gut. Muss ich auch bald. Schon 10 vor 4 schon. Oh. Alles klar. Okay. Los geht's. So, und los. Gott, schon lange nicht mehr gestockt. Hast du ein Problem? Guck mal, ob ich noch einen krieg. Hoch hier. Ja, wir haben vor kurzem das Bike noch mal aufgewertet gehabt. aufgewertet gehabt. Ich bin schon einiges. Last Lake an Deacon St. John. Hörst du mich? Ja. Ja, Ricky, was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Ja. Aber nicht für Schizo zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Ja, okay. Deacon Ende. Mehr Beute. Ja, gut. Addy, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Hallo? Norman. Dick. Hey. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Alles klar? Was gibt's denn? Buse. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man ja nicht aus, Mann. Dicker, Eddie meinte, du hättest mir das Leben gerettet. Und das Anti sonst was besorgt. Weißt du? Ach, Buse, war bestimmt lustig, mich festzuhalten, wenn sie angehoben sind. Oh, O'Brien, ich bin bei einer deiner Barken. Bei welcher? Was soll das heißen, bei welcher? Dieses Nero-Funkgerät hat doch GPS, hä? Eh? Ja, klar, dass das... okay, du bist bei den O'Lally Falls. Okay, gut, halt die Augen auf. Ein Mitarbeiter wird jeden Moment da sein. O'Brien, Ende. O'Brien, oh, verdammt! O'Brien, kommen, deine Freunde sind hier. O'Brien? Das sind nicht meine Freunde. Okay, geh zu Fuß weiter. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Einen Peilsender verwenden? Nein, diesmal nicht. Ich verfolge ihn bereits. Folge der Forscherin. Sie soll ein infiziertes Subjekt untersuchen. Ein Freak, der in einer Höhle markiert wurde. In einer Höhle? Du willst, dass ich bewaffneten Nero-Typen in eine Höhle folge? Bleib einfach an ihr dran. Bist du in ihrer Nähe, kann ich ihre Daten abgreifen. O'Brien, Ende. Oh, Scheiße. Verdammt, was mache ich hier draußen? Ich arbeite noch an den Infos für dich. Frag mich. Ich verschwende hier echt meine Zeit. O'Brien, Ende. Sagt was, Leute. Sauber. Wie sieht's denn aus?
klar? Toll. Alles okay. Hey, hat das noch wer gehört? Ja, dann geh gucken. Was zur Hölle machen wir hier draußen? Was man dir sagt, jetzt lass gut sein. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Scheiße, keine Ahnung. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ich will keine Minute verlieren. Ja, an mir dran. Hey, Doc. Richtig, O'Brien. Ich versteh's nicht. Leichter gesagt als getan. Das mit Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Was meinen Sie? Ich meine, der Virus ist, was er ist, oder? Nein, es ist ein wenig komplizierter. Jetzt! Okay. Ja, ich bin Soldat. Vor der Freakshow habe ich Biologie studiert. Also erklären Sie es. Wirklich? Bitte. Okay. Wir wissen es nicht genau, aber Bluttests zeigen. Aktuelle Beweise legen nahe, dass sich der Virus über das Lymphsystem ausbreitet, reproduziert und Zellen in katastrophalem Maßstab angreift. Angreift? Genauer gesagt, bleib an ihr dran. Was zur Hölle macht die da? Krebs. Sehen Sie ihn an. Sehen Sie sich alle an. Sieht das für Sie wie Krebs aus? Vielleicht eine ganz üble. Nein. Nein, dies hier ist viel schlimmer. Was meinen Sie? Dieser Virus hat eine Mission. Die Freaks sind, wie sie sind, weil der Virus sie so haben will. Was soll das heißen? Das heißt... Oh mein Gott, was heißt das? Terrorismus? Sagen Sie das mal Absicht. Ich weiß es nicht. War es das schon? Ist sie fertig? Okay, ich mache lieber einen Abflug. Ne? Hallo, geht mal weg da. Ja. Ich dachte, ich hätte was gehört. Hat sich was bewegt? Nö. Ah, ich glaube, da werden wir auch rausgekommen. Tut dir nicht weh. Gut. Was hat das mit der Mission zu tun? Ach so! Ja, stimmt, was mit O'Brien ist. Brian, komm, ich hab die Daten. Ich empfange sie gerade. Danke, Drifter. Wovon zum Teufel redet ihr da, O'Brien? Von diesem Virus oder was auch immer das ist und was er anrichten kann. Verdammt, ich will wissen, was da los ist, O'Brien. Was machen die hier? Was zur Hölle macht ihr da? O'Brien? Okay, ich melde mich. O'Brien, Ende. Oh Mann, das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Ich krieg das hin. Upsi. Gut, war vielleicht keine gute Idee. Und wir sollten schnell weg von da. Blöde. Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Carmen. Dick. Hey. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Alles klar? Was gibt's denn? Hose. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man ja nicht aus, Mann. Dicker, Annie meinte, du hättest mir das Leben gerettet. Das Anti sonst was besorgt. Weißt du? Ach, du bist ja unser Schön. Hab
bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Weißt du noch damals, als Jack eine Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Ja, Boseman, das weiß ich noch. Ich spüre es immer noch, das Messer. Schlimmer als Ripper, wenn du nicht da gewesen wärst, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, was passiert wäre, Dick. Ich weiß es nicht. Das ist erledigt, Boser. Es ist erledigt. Vorbei. Ah, Dick. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, Eddie bringt mich um, wenn sie rausfindet, dass du aufgestanden bist. Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Lost Lake meldet sich ab. Hör zu, Boser. Okay, gut. Also die Gespräche könnten sie auch ruhig ein bisschen kürzer halten. Schauen wir mal rein. Geht's um dein Bike? Ja, hey, ein bisschen. So. Ich mach das schon. Gut. Ich mach voll. Danke. Okay. Ciao. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ja. Na, Mäuschen. Hey, Ricky, du hast einen Job für mich? Hey, Dick. Ja. Kennst du Shane Riley? Alle nannten ihn Red. Red Riley. Nie von ihm gehört. Lass mich raten. Rote Haare? Was? Rote Haare? Nein, es waren die Stiefel. Er trägt Schlangenlederstiefel in einem furchtbaren Rot. Ein ziemlicher Hingucker. Ja, klingt so. Wie auch immer, er hat Besorgungen für uns gemacht, bis ihm eines Tages unsere Camp-Punkte nicht mehr gereicht haben und er einfach Lindsay Fuller erschoss. Wen? Ja. Lindsay war vor Blair für die Vorräte zuständig. Sekunde mal, er hat eine unbewaffnete Frau getötet? Oh, sie war bewaffnet. Sie hat noch nicht erwartet, dass er sie abknallt. Hörst du jetzt zu? Also, Red bringt sie um, klaut alle Vorräte und ist weg, bevor jemand mitkriegt, was passiert ist. War nicht zu finden. Ach, so ein Bastard. Bis jetzt. Er und seine Männer wurden bei Camp Pioneer gesichtet. Du musst nicht fragen. Ich kann's nicht abwehren. Wenn jemand wehrlose Frauen tötet, ich weiß. Und ich wusste, du willst den Job. Ja, wie gesagt, ich erledige das. Was kannst du mir noch über ihn sagen? Nicht viel. Warte, er kaut Tabak. Er soll so abhängig sein, dass er Zigarettenstummel sammelt, den Tabak rauspult und ihn dann kaut. Ach, das ist ekelhaft. Jetzt habe ich zwei Gründe, ihn zu töten. Ja, aber sei vorsichtig, Dick. Mal schauen. Ich meine, wir sehen die Vorsicht in Person. Hey, Mann. Hey. Dick, hörst du mich? Mhm. Ja, Ricky, was geht's? Ich wollte nur sagen, ich... Tut mir leid, was mit Boser geschehen ist. Ja, ihm selbst tut es wahrscheinlich am meisten leid. Eddie wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, würde es Boser jetzt bei weitem schlechter gehen. Ja, das hat's wohl einfacher gemacht, ihm den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, wir hoffen, dass er es schafft. Er ist auch mein Freund. Okay. Hey, hör zu. Danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los, dicken Hände. Hey, Ricky, ich bin bei Camp Pioneer und hier ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Was ist da los? Sind auch Leute von uns da? Nein, ich glaube nicht. Klingt, als ob sie Freaks abknallen. Keine Sorge, ich finde den Kerl schon.
Okay, sind alle jetzt auf Vorsicht getrimmt? Da bewegt sich was. Komm schon! Okay, Red, wo zum Teufel steckst du? Jetzt komm schon, Kumpel, wir wissen, wo du bist. Sie töten Krabbel. Lass die Waffen fallen, Mann! Komm jetzt raus, zeig dich, Mann! Nö. Was geht's? Ist doch was. Was hast du? Das waren alle. Es hat nur wenige erwischt. Alles gut. Ich dachte, er wäre hier. Naja, noch ist er. Er war doch hier. Ja. Hey. Was soll ein Camp sein? Ey, nicht mal Mauern. Nein. Jetzt bitte bei den Steinen bleiben. Sind es an sich nicht viele Gegner auf den ersten Blick? Da werden wir nicht rumballern. Wimmelt hier nur von denen. Können wir? Hä? Aber, hä? Hey, wie läuft's? Redest du mit mir? Guck mal, ich glaube, die brauchen wir gar nicht erschießen. Der kommt automatisch her. Finde ich gut. Ja.
Okay, diesen Ort da. Kommt ihr jetzt mal hierher oder was? Hey, du da draußen! Komm raus! Wir haben Essen, Bier und Whisky. Hey, und auch Munition! Das kannst du auch alles haben! Oh, wie freut sich! Hier voll neu! Könnt ihr euch jetzt mal um diese Dinge hier kümmern? Also. Okay, ich decke wahrscheinlich hier auf den auf der Tür da. Freaker, versteckt euch! Hä? Das sind halt knallharte Typen. Freaks! Ja, hier ist nichts. Jetzt nimm die Funzel aus meinem Gesicht. Wir sehen nichts. Hey, Drifter, komm schon raus! Hör auf mit dem Scheiß! Wir wissen, dass du da bist! Na komm. Hier ist jemand. Ja, hier. Freaks. Wo kommt der denn her? Ach da.
Okay, die machen echt Party. Ich hab was gesehen. Ach, nicht. Auf jeden Fall richtig gut im Stealthen grad. Na ja, komm, die ist bewaffnet. Das ging schnell. Hast du dich versteckt, Red? Du musst hier irgendwo sein. Oh! Wir müssen wirklich das nennen. Gut, machen wir auch. Aber erstmal plündern. Okay. Wie es aussieht, hätten wir so oder so hierher gemusst. Schön. Willst du mich verarschen? Schnapp dir das Schwein! Er hat gewonnen! Hä? Doch hier angehört.
Kasten, Kerstin. Versteck dich in den Büschen. Ich weiß es. Oh, oh nein! Freaker! Wir wollen ihn... Freaker! Schnappt ihr euch! Okay, wir haben keine Muni mehr. Schön. Huh? Hä? Hä? Das war der letzte. Vielleicht. Keiner von euch hat rote Schuhe. Nee. Volles Schwarz. Wow. Mir mal ein bisschen Schrott. Bein eingeschlafen. Wow, drei. Ja. Geh doch mal bitte daran. Danke. Mehr Schrott. So, wo haben wir den Typen jetzt?
leer. Okay. Vielleicht in einer dieser Hütten, hä? Das hier war mein Pfadfinderlager! Oh, da haben wir die ganzen Pixel rausgehauen. Upsi. So, was wollten wir jetzt mit dem Schlüssel? Auch egal. Okay. Haben wir schon voll. Weiß sind bestimmt die roten Stiefel. Okay, schauen wir uns mal um. Okay, was haben wir denn da? Was ist es? Das war. Das ging gut. Muss ich jede Tür aufmachen? Aber wir sind nicht mehr im Bereich. Alles klar. Thank you.
sind ja schon noch ein paar mehr. Hier ist unser Bike. Die ist bloß hier, wo? Hä? Okay. Na gut. Wo? Weiter geht's. Was zum Ich hätte mir das lieber mal anziehen. Boah, ich liebe dieses Ding. Das war alles, ja. Ian! Naja, das war jetzt nicht ganz gut, oder? Oh, nee. Mörder und Diebe, alle miteinander. Wie viele habt ihr heute schon umgebracht, hä? Ich mag die Stelle hier. Nö, ich glaube, das war's. Schon wieder so ein Ding hier. Hey, du. Wollen wir reden? Ich hab ein Camp. Ach, boah. Den hat nicht. Jetzt vielleicht? Oder nicht? Mm-hmm.
gut. Das mit den Bären ist... Ja. Echt jetzt? Hey. Hey. Die sind jetzt alle nachgespawnt. Spinnt ja wohl. Kommen wir bei den Typen vorbei. Geh mir aus dem Weg! Okay, diesmal war er nicht da. Eine Herde verfolgt. Ich glaube, da ist mir gerade eine Idee gekommen. Also, vor ein paar Monaten waren wir beim Crazy Willy zum Plündern, weißt du? Wir dachten, da kann man vielleicht noch hin. Weißt du, was da war? Ja. Ein paar Kinder. Wow. Infizierte Kinder. Oh. Die Drifter nennen sie Krabbler. Kochen da überall rum, wie ein Haufen durchgedrehter Affen. Hätten uns fast gekillt. Das geht draußen wieder los. Gut, dass ich hier bin. Noch krasser ist das Geschnarch von den Typen. Was Stiefel für dich? Hey, hey Ricky, ich hab ihn erwischt. Deacon, das ist gut. Lindsay hatte ein paar gute Freunde. Ich sag's ihnen. Ja, okay, wir sehen uns dann, Ricky. Ja. Oh, hier ist der Krieg ausgebrochen. Gleich voll. Ziel, wenn du Mörder oder Schlimmes bist und mich jemand bitte. Achso. Ja gut, das sind ja nicht wir. Cool. Ja, wieder Fertigkeitspunkt. Was nehmen wir hier? Ja, auf jeden Fall.
Ja, komm. Nee. Nehmen wir sofort. Da wird jetzt nicht rumgetrickst. Drück jetzt zum Sprinten, hä? Ja, okay. Was ist das hier? Erhöht die Menge an Fleisch, die du von Tieren gewinnst. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Okay, ach so, schmeckt noch mehr. Ne. Gehen wir mal zu Busa. Jo, Busa. Willst du nicht reden? Okay. Da ist noch jemand? Willst du reden? Wie geht's da noch nach oben? Ah, guck mal. Das ist ja wirklich scheiße. Hey, nehmt doch die Menschen an, wie sie sind. Jo. Sollte man. Aber naja, gut. Machen halt nicht viele. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut gerne wieder rein. Und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Was stöhnt denn der so rum? Tschüss.